Seit ihrem vierten Lebensjahr spielt Graziella Chazat Geige. Sie besuchte das Bach-Gymnasium in Berlin, dessen Schüler gleichzeitig an der Musikhochschule studieren. Aber eine klassische Geigerin ist aus der heute 26-Jährigen nicht geworden. Ja, pass auf, da war noch einer mehr. Und dann. Ich habe eigentlich schon immer gewusst, dass ich nicht klassische Musikerin werden möchte. Es hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Aber trotzdem hat es mir sehr viel bedeutet, diese Ausbildung zu machen. Und mir ist auch bewusst, wie wertvoll das ist, diese klassische Basis zu haben. Ich möchte diese Basis sozusagen nicht missen. Aber ich habe ja auch zeitgleich angefangen, Songs zu schreiben, also mit 12, 13. Und schon mit dem ersten Song war mir eigentlich klar, dass das mein Weg ist. Und auf diesem Weg verbindet sie nicht nur Klassik und Pop mit charmanter Leichtigkeit, sondern auch gewisse kulturelle Unterschiede. Ihr Vater ist Afghane und ihre Mutter ist Polin. Geboren ist sie in Berlin und heute lebt sie, nach einer Zwischenstation in Ingolstadt, in Hamburg. Also ich fühle mich total als Deutsch. Ich bin in Berlin geboren, aufgewachsen. Ich spreche weder Polnisch noch Afghanisch, obwohl ich sehr engen Kontakt habe zu beiden Familien. Spreche seit der Kindheit Englisch, weil ich kein Afghanisch spreche und meine Familie kein Deutsch. So. Das ist sozusagen mein Afghanisch, das Englisch. Die Familie ihres Vaters ist nach der Flucht aus Afghanistan in Indien, Kanada und Amerika zu Hause. Deswegen ist sie seit ihrer Kindheit viel in der Welt unterwegs. Hat sie noch eine Verbindung zu Afghanistan? Also ich habe nicht so eine Verbindung zu dem Land, weil ich war noch nie da, aber ich habe eine sehr enge Verbindung zu der Familie meines Vaters. Das hat mir mein Vater eigentlich von Kind an mitgegeben, dieses Verständnis und dieses Bewusstsein für diese Familienbande. Und dafür bin ich auch dankbar, also das weiß ich sehr zu schätzen. Jetzt steht erst einmal ihre Musik im Vordergrund. Handgemachte akustische Popmusik nennt sie das, was sie macht. Die Geige bleibt dabei ihr wichtigstes Instrument. Und damit sie besser zur Geige singen kann, zupft sie sie wie eine Gitarre. Also diese zwei Kulturen, Polnisch und Afghanisch, kommen eigentlich gar nicht in meiner Musik vor. Weil meine Mutter hat, als ich ein Kind war, eigentlich nur Klassik gehört. Oder höchstens mal den Oldiesender. Und mein Vater hat zwar schon traditionelle Musik gehört oder auch ganz gerne so Bollywood-Musik oder Bollywood-Filme geschaut. Aber das war für mich so, alle in meiner Klasse haben MTV geschaut. Und warum, um Gottes Willen, möchte ich mir dann Bollywood antun? Das war mir total fremd. Und ich habe eigentlich schon aus Prinzip habe ich diese Musik abgelehnt, weil ich wollte auf keinen Fall anders sein als die anderen. Und so bleibt sie vorerst bei der Popmusik. Sie hat auf ihrer neuen Platte den Aha-Klassiker Take On Me in einer eigenwilligen Version gecovert und ein Video dazu produziert. Und auch hier spielt die Geige wieder eine tragende Rolle. Und in Zukunft? Mittlerweile hat sie durch andere Sängerinnen die indische Musik kennen und schätzen gelernt. Und womöglich wird das ihre Musik doch noch einmal beeinflussen. Bei meinem nächsten Indienurlaub würde ich sehr gerne einen Sitar-Kurs machen und schauen, ob ich das auch mit nach Hause nehme. Weil es ist ja nicht damit getan, dass man einen Sitar-Kurs macht, dann kann man es spielen, sondern das muss man ja über Jahre lieben und üben. Und wenn das so ist, dass ich das mitnehme nach Deutschland, dann kann das gut sein, dass vielleicht auf dem dritten oder vierten Album auch Sitar drauf ist, weil da habe ich schon total lange drauf Lust. In ihrer neuen Single Picture in a Puzzle geht es übrigens um ein Puzzle, dessen Teile nicht zusammenpassen. Gilt dieses Bild auch für Sie? Ein Puzzle, dessen Teile nicht passen? Ich fühle mich, wenn überhaupt, wie ein positives Puzzle, weil ich finde, dass diese Kulturen, mit denen ich aufgewachsen bin, sehr gut zusammenpassen. Also ich fühle mich stimmig. Und davon kann man sich auf ihrer CD oder bei ihren Konzerten überzeugen.